Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Minecraft. Heute in dem Tutorial geht es darum, wie man Blöcke mit Minecart Kommandoblock Minecart spawnen lassen kann, wie wir hier sehen. Ja, wir haben hier zwei Command-Blöcke, die wir hier sehen. Die spawnen Minecarts und die Minecarts spawnen die Blöcke. Das Ganze funktioniert wie folgt. In den Minecarts steht ein Command drin. Der Command heißt Z-Block. Der setzt den Block darüber. Wie das funktioniert, lernen wir alle heute. Aber erstmal, die erste Frage, die sich stellt, ist, warum benutzt du zwei Minecarts? Warum benutzt du nicht eine Minecart-Rail? Die Minecart-Kommandos werden jedes Mal ausgeführt, wenn sie über diesen Block hier laufen. Das ist eine Aktivierungs-Rail. Und dann gibt es noch die Boost-Rail, damit sie die Geschwindigkeit beibehalten. Würde ich jetzt überall Aktivierungs-Rail hinsetzen und nur eine Schiene verwenden, ich tue jetzt mal die untere weg, das heißt, dieses Minecart würde jetzt nicht mehr losfahren. Nur wir sehen, dass Folgendes passiert. Die Blöcke würden fehlerhaft spawnen und das Minecart würde außerdem immer langsamer werden. Das möchte ich nicht, die Minecarts sollen beide gleichzeitig schnell fahren, also benutze ich diesen Wechsel der Blöcke. Ich platziere erst den einen Block, dann den anderen Block. So. Wir sehen, erst unten, jetzt oben, dann unten, jetzt oben, dann unten, jetzt oben und so weiter und so fort. Und somit können wir dafür sorgen, dass eine gerade Rail gespawnt wird und wir sehen, es gibt auch keinen Lag, die Blöcke werden hintereinander gespawnt, wenn auch die Minecarts gleichzeitig dort gespawnt werden. Schauen wir uns erstmal die Kommandos an, die wir dazu brauchen. Natürlich der Hauptkommando, den wir brauchen, ist überhaupt Z-Block. Denken wir uns nun den Kommandoblock Minecarts weg und stellen wir uns nur das hier vor. Das ist ein Command-Block. Der Command-Block kann mit dem Kommando Z-Block einen Minecraft-Block platzieren. Und oh Gott, was sind das jetzt hier schon wieder für ein Command? Das ist ein sogenannter relativer Command. Ich erkläre euch jetzt, was das bedeutet. Minecraft müsst ihr euch vorstellen wie ein Koordinatensystem. Wir haben die X-Achse. Wir haben die Y-Achse. Und weil es dreidimensional ist, haben wir auch noch die Z-Achse. Wenn ich jetzt einen Block angebe, kann ich zum Beispiel sagen, wenn das jetzt der Punkt 0,0 in Minecraft ist, sage ich, spawn bitte einen Block auf den Koordinaten 3, 1, 3. Und der Block würde hier gespawnt werden. Das Ganze macht natürlich jetzt nicht so viel Sinn, weil ich jetzt dann theoretisch jetzt überall hier die Koordinaten eingeben müsste. Ich gehe dann hier hin, merke mir die Koordinaten und tippe die alle ein. Das ist natürlich scheiße. Deshalb arbeiten wir mit relativen Koordinaten. Sprich, ich könnte sagen, gehe, spawn den Block von diesem Command-Block aus, 3 Blöcke nach rechts, 2 Blöcke nach oben, 5 Blöcke nach hinten. In diesem Fall macht das sehr viel Sinn. Dafür ist das Equals-Zeichen. Wir können an dieser Stelle ganz normale Koordinaten einsetzen, wie 50, 70, 100. 50x, 70y, 100z. Aber das macht ja keinen Sinn, deshalb nehmen wir relative Koordinaten. Steuerung Alt und dem Equals-Zeichen dreimal hintereinander machen wir, das Equals-Zeichen machen wir mit Steuerung Alt und dem Plus, was sich rechts neben der Ü-Taste befindet. Ich hoffe, ihr findet das. Und jetzt können wir hier was dahinter schreiben. Ihr müsst euch vorstellen, dahinter ist immer eine gedachte 0, wenn ihr nichts dahinter schreibt. So, das heißt, es wird derzeitig, wird der Block genau im Command-Block gespawnt und wie ihr seht, das ist ein wenig sinnlos. Ich habe jetzt einen Luftblock gespawnt, genau im Kommando-Block. Minecraft-R. Ich kann auch Minecraft-Sandstone schreiben und wenn ich jetzt möchte, dass der, Sandstone. Wenn ich jetzt möchte, dass der genau über Command-Block gespawnt wird, gebe ich hier equals 1 ein. Sprich, der Block wird um 1 nach oben geschoben. Ich drücke und nichts passiert. Warum? Genau, weil ich mich verschrieben habe. Schon wieder, wie dämlich. So, jetzt aber. Bitteschön, da habt ihr euren Sandblock. Die Minecarts werden gleich so verlaufen. Eins oben, eins unten. Ich möchte aber, dass die Blöcke auf einer Ebene sind. Also schauen wir uns das Ganze mal genau an. Wir zählen das genau ab. Ich lege mal hier Blöcke hin. Bei diesem hier muss das Minecart den Block 1, 2, 3 Blöcke über sich spawnen. Ich gebe hier eine 3 ein. Bei dem hier muss es 5 Blöcke darüber sein, weil es 2 tiefer liegt. Funktioniert. So, jetzt, wie kriegen wir aus diesen Dingern Minecarts? Das ist auch ein ganz neuer, toller Command in Minecraft, der heißt Summon. Summon, was? Gibt eine ganze Menge. Ich nenne mal hier mein Summon-Ding Minecart Command-Block. Durch Drücken von Tab könnt ihr den Befehl ergänzen. So, wenn ich den Befehl eingebe, wird ein Minecart Command-Block gespawnt. Auch dieses hier können wir mit relativen Koordinaten sagen, wo es gespawnt werden soll. Ich baue jetzt einfach mal hier drüber noch eine Schicht. Zwei Command-Blöcke. Und ich tappe das jetzt hier ein. Summon Minecart Command-Block. Jetzt würde der den hier erstellen. Möchte ich aber nicht. Er soll den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke unter sich spawnen. Also gebe ich ein equals minus 8
und wieder equals. Wenn ich jetzt den Command ausführe und ich mich nicht verzählt habe, was ich aber befürchte, oder? Nö, funktioniert. Spawnte das Minecart genau 8 Blöcke unter sich. So würde ich das empfehlen. 8 Blöcke unter sich gespawnt, Minecart fährt los, aber keine Blöcke platziert. Denn jetzt fehlt ein ganz wichtiger Command. Wir können nämlich, dank der JSON-Programmierung, das Ganze bearbeiten. Jetzt setzen wir hier einmal die geschweifte Klammer auf und zu. Die macht ihr mit den Steuerung Alt und dann die Taste 7 für auf und 0 für zu. Dann erstehen diese geschweifte Klammer. Das ist eine JSON-Programmierung und beschreibt nun das Minecart. Da können wir nun verschiedene Sachen reinsetzen. In diesem Fall interessiert uns Folgendes. Damit ich jetzt keinen Fehler habe, copy und paste ich das mal. So, wir schreiben dort rein Command, Doppelpunkt, Anführungsstriche, Anführungsstriche. Was wir jetzt hier zwischenschreiben, zwischen den Anführungsstrichen, wird nachher im Minecart drinstehen. Und jetzt seht ihr, wie, da kann man ja was Geiles machen. Dann nehmen wir uns mal diesen Command, Z-Block, equals 5, Sandstone, und packen den mal hier rein. Bei Command. Wir kopieren das ganze Ding, packen das hier oben rein, und diesmal müssen wir nur das hier verändern, weil, wir erinnern uns, dieses Minecart ist höher und spawnt das Ding 3 Blöcke über sich. Durch Aktivierung eines Knopfes mit diesem mittleren Ding aktivieren wir beide Commands gleichzeitig und wir sehen, wow, es hat funktioniert. Und wie wir sehen, ist das Ganze gleich hoch. Nun gebe ich euch mal einen coolen Trick, den ich jetzt machen kann. Ich platziere jetzt Slabs über den Minecart Rails oder vielleicht macht das noch höher. Ihr macht jetzt hier erstmal am besten einen Boden aus irgendeinem Material. Auf den Boden könntet ihr jetzt theoretisch Lava setzen, das mache ich jetzt nicht. Und dann setzt ihr hier Slabs hin. So, wenn Sand auf Slabs fällt, geht der Sand kaputt. Jetzt müsstet ihr darüber noch Lava setzen. Ja, das mache ich jetzt nicht. Also ihr müsst euch jetzt sozusagen hier eine gedachte Lavaschicht vorstellen. Was passiert nun? Jetzt gebe ich hier oben ein, nicht Minecraft Sandstone zu platzieren, sondern Minecraft Sand. Nochmal hier, Minecraft Sand. Wenn ich den jetzt ausführe, sehen wir, der Sandstone verwandelt sich in Sand und fällt hin und verschwindet. Das ist das gleiche Prinzip, was ich auch in der Minecraft Party Map verwendet habe. Jetzt müsst ihr nur noch eine kleine Redstone-Technik bauen, die euch es ermöglicht, dass die Command-Blöcke hintereinander ausgeführt werden. Sprich erst den einen und dann den anderen. Denkt dran, ein Repeater von Minecraft muss immer hier in diesen mittleren Block reingehen, um beide Command-Blöcke gleichzeitig auszuführen. Jetzt bauen wir hier so eine kleine Leitung nach oben. Hierzu brauchen wir das gute alte Redstone. Also machen eine Verzögerung von 2 Repeatern, 3 Repeatern. Was passiert nun? Ich drücke auf diesen Knopf. Diese beiden Kommandoblöcke werden aktiviert und spawnen die Sandschicht. Dann geht das Signal hier durch, hier hoch mit Verzögerung der Repeater und aktiviert diese beiden Kommandoblöcke, die den Sand spawnen. Jetzt wird es schon wieder dunkel im Video, deshalb mache ich mal wieder schnell Timeset. Und schauen wir uns an, was passiert. Es entsteht eine Sandschicht, die kurze Zeit später wieder einfällt. Je nachdem, wie kurz ihr die Repeater setzt, zum Beispiel wenn ich den jetzt weglasse, ist das Ganze natürlich schneller. Und somit könnt ihr einen Parcours machen. Jetzt nervt eigentlich nur noch der Sand hier, aber wenn ihr euch die gedachte Lavaschicht hier drüber vorstellt, oder mein Gott, was ist denn dann so problematisch? Na, ich kann das jetzt nicht machen, weil das sonst anfangen würde zu brennen, aber würde jetzt hier eine Lavaschicht drüber sein, ich guck mal gerade. Also ich gebe jetzt keine Garantie, dass das hier gleich alles abfackelt. Es könnte jetzt sein, dass das alles gleich hier kaputt ist. Aber wir probieren es einfach doch mal aus für euch. Ich setze jetzt hier doch eine Lavaschicht rein. Denn die Lava würde automatisch den Sand zerstören, bevor er auf den Boden kommt. Also nochmal ausprobieren. Hier muss überall Slabs rein. Sobald Sand auf Slabs fällt, wird er nämlich automatisch zerstört und Slabs kann nicht durch Lava zerstört werden. Ihr könnt ja auch Fackeln hier hinsetzen, ihr kennt das sicherlich, wenn Sand auch auf Fackeln fällt oder Redstone geht es kaputt. Nur die Slabs lassen sich Gott sei Dank nicht von der Lava zerstören. So, was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr macht jetzt hier einen kleinen Lavasee. Yay. Und schon habt ihr einen kleinen Hardcore-Parcours erstellt. Es wird Sand gespawnt, der dann runter in die Lava fällt und K.O. ist. So, jetzt kann man dann sozusagen das Ganze noch automatisieren. Wir machen es immer komplexer. Wir bauen uns jetzt hier eine Clock an. Ich gebe euch jetzt einen Trick, wie man ganz leicht eine Clock bauen kann. Hier einen Block. Diese Konstruktion nachbauen. Den wegnehmen, den wegnehmen, den wegnehmen. Repeater in diese Richtung gucken. In diese Richtung gucken. Dann ein hier in die andere Richtung. Redstone braucht ihr noch eine Fackel. Setzt die Fackel hier hin. Ein Redstone-Block hier hin. Und schon habt ihr eine Clock, die so durchläuft.
Wenn ihr das Ganze jetzt noch hiermit verbindet, et voilà, habt ihr euren Parcours. Und jetzt muss man versuchen, da rüber zu kommen, ohne in die Lava zu fallen. Das ist ziemlich schwer. So habe ich das in der Minecraft Party Map auch gemacht und das Prinzip funktioniert. Wie ihr seht, zwei Minecarts spawnen die Blöcke hinter sich und es ist gar nicht mal schwer. Ich hoffe, ich konnte euch in dem Video helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial. Ciao Leute! Für euch ein Projekt mitgebracht. Wie ich gesehen habe auf YouTube, gehört das zu meinen erfolgreichsten Videos, wo ich das Projekt schon mal gezeigt habe. Allerdings diese Version des Projektes habe ich nie rausgebracht, weil dank dem Versionsupdate das alles nicht mehr funktioniert hat. Ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ihr das alle so toll findet, mache ich das Ganze nochmal. Und diesmal ordentlich, diesmal größer, diesmal besser, diesmal geiler. Ich präsentiere euch